Oh, Leute, das, was ich euch jetzt antun muss, tut mir fast schon ein bisschen leid. Ihr seid gerade nicht in der Schule. Wenn ihr schon was älter seid, chillt ihr vielleicht von der Arbeit zu Hause. Und ihr habt gehofft, es wird hier jetzt ein entspanntes Video. Bisschen Unterhaltung von Tjulfa auf ganz gediegener Basis. Allerdings machen wir im heutigen Video einen Test. Unangekündigt und wehe, ihr seid nicht vorbereitet. Aber keine Sorge, ich kann euch alle Ängste nehmen. Ich bin auch nicht vorbereitet. Ich kann nicht mal bis 5 zählen. Hoffentlich kommen keine Mathefragen dran. Wir machen den Test zusammen mit vereinten Kräften. Mit vereinten Kräften bedeutet aber auch, dass ihr einen Daumen nach oben auf das Video dalassen müsst. Ansonsten ist hier nämlich gar nichts vereint. Gerne auch abonnieren und einen Kommentar für den Algorithmus dalassen. Weil ansonsten sehe ich mich gezwungen, den gleichen Test morgen nochmal zu machen. Und seien wir ganz ehrlich, das will keiner von uns. Aber damit erstmal ein herzliches Willkommen bei eurem Tjulfa. Herzlich willkommen zu Assessment Examination. Einen Test in einem Horror-Game. Und ich glaube, wir kriegen mies einen reingewirkt, wenn wir die Fragen nicht korrekt beantworten. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, basierend tut das Ganze auf diesen Mandela-Files. Also im Grunde ein Analog-Horror-Game, was uns verschiedene Fragen stellen wird. Wo genau das Ganze hinführt? Oh, das werden wir zusammen rausfinden müssen. Ob das alles gut endet, keine Ahnung. Wir drücken jetzt mal auf Start, schauen, wo das Ganze hinführt, Leute. The examination will now begin. Der Test startet. Die Examination. Hello, friend. Thanks for applying for this position at the Authenticity Assessment Department. Okay. All of us here at are very happy to have you. All right. If you get the job, that is. Oh. Today, das ist ein we'll Jobinterview. Your instincts to see if you're qualified to perform authenticity assessments on your own in a real-life scenario. Okay, okay. But before that, some quick questions are required to get some more insight about who we would be hiring. Okay. Please take a sit and await further instructions. Also ein Jobinterview darüber, ob wir bestimmte Aufgaben erfüllen können. Wir müssen uns jetzt erst ein paar Fragen stellen. So. Wie hast du von dieser Position gehört? Im Internet. Es wurde mir erzählt. Word of mouth. Hab ich gehört. Oh. Haben wir jetzt mal geantwortet? Hast du irgendwelche professionellen Erfahrungen in diesem Bereich? Nee, ich weiß gar nicht, worum es geht. Hast du irgendwelche persönlichen Erfahrungen in diesem Bereich? Auch nicht. Sorry. Glaubst du an Gott? Nee, tue ich tatsächlich nicht. Ich bin tatsächlich überzeugter Atheist. Jetzt für die Leute, die hier vielleicht gerade zugucken und selber streng gläubig sind, meiner Meinung nach, es kann jeder das glauben, was er möchte. Ich glaube aber nicht an Gott. Also, nee. Okay. Hast du Angst vor dem Tod? Ich habe keine Angst vor dem Tod, nur, davor quasi, nee, eigentlich nicht, nee. Nee, Angst nicht. Nein, nein. Nein, nein. Ich habe höchstens Angst davor, zu früh zu sterben. Ich habe noch ein paar Sachen vor in meinem Leben, aber an sich nein. Keine Angst. Hättest du Angst vor Gott? Falls es ihn wirklich gibt, safe, safe. Safe, safe. Hast du Menschen, die du liebst in deinem Leben? Natürlich. Glasklar. Ich habe sogar einen Hund. Hast du Angst, sie zu verlieren? Das ist, hier ist so ein Zahlencode. 8E2A14. Aber hast du Angst, die Person, die du liebst, zu verlieren? Natürlich. Wer hat keine Angst vor sowas? Ich habe zwar keine Angst vor meinem Tod, aber durchaus Angst vor dem Tod von anderen Menschen in meinem Umfeld. Also ja. In a moment, we will provide you with several images of people and you must determine whether or not these people are authentic and to be trusted or threats you should stay away from. Please be careful with your selections. Okay. Our decision on whether to hire you will depend heavily on your results. Wir kriegen jetzt Bilder von Menschen gezeigt und wir müssen entscheiden, ob wir denen vertrauen würden oder nicht. Dem würde ich nicht vertrauen. Was ist mit seinen Augen? Mit dem stimmt was nicht. Mit dem stimmt... Ist es normal, dass die Bilder so verzerrt sind? Soll das so sein? Oder... Ich meine, das ist doch nur ein alter Opa, aber es ist ein verzerrtes Bild.
Aber sieht, weiß ich nicht, sieht komisch aus. Der würde ich aber auch nicht vertrauen. Das ist zwar kein verzerrtes Bild, aber die sieht aus, als hätte die safe schon jemanden auf dem Gewissen, oder? Gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Aber die sieht auf jeden Fall so aus, als hätte die erst letzte Woche einen abgestochen oder so. Keine Ahnung. Sehr kalter Gesichtsausdruck. Der sieht fies aus. Okay. Fieser Typ. Dem würde ich aber am ehesten von allen, die ich bis jetzt gesehen habe, vertrauen. Tatsächlich. Lassen wir das mal so stehen. Was ist das? Was ist das jetzt? Okay. Vertrauen oder Bedrohung? An sich sehen die halt alle merkwürdig aus, die wir bis jetzt gesehen haben, ne? Ich würde jetzt mal spontan aber sagen, auf dem ersten Eindruck, dem würde ich vertrauen. Doch, der ist auch mit in der Vertrauen. Definitiv Bedrohung. Definitiv Bedrohung. Das was, mit der stimmt auch was nicht. Da ist was nicht richtig, Leute. Ah, bei dem... Schwer... Ey, das ist echt interessant. Schwer zu sagen. Problem ist auch, dass die Bilder ultra verpixelt sind und man teilweise den Ausdruck in den Augen nicht richtig erkennen kann. Bei dem hier würde ich jetzt aber auch erstmal Bedrohung sagen. Nicht gut. Der hat keine Augenbedrohung. Was ist mit dem denn los gewesen? Oh. Was steht da? Es sieht aus wie ein Ausweis oder so. Abraham Wallace? Und hier irgendwelche... Keine Ahnung, was das war. Oh, der sieht freundlich aus. Auf den ersten Blick sehr freundlich. Würde ich jetzt spontan vertrauen. Müsste man natürlich sehen, wie der drauf ist. Basierend auf dem Aussehen, erstmal, Trust. Bei der würde ich jetzt auch spontan Vertrauen sagen. Die sieht nicht so kaltherzig, mörderisch wie die eine Frau von eben aus und nicht so merkwürdig. Ich meine, die eine hatte solche Augen. Trust. Nicht Trust. Nein, nein, nicht gut. Nicht gut. Mm-mm, gefällt mir nicht. Bedrohung. Die sieht auf den ersten Blick freundlich aus, auf den zweiten Blick denkt man sich aber so, zu freundlich. Wisst ihr, wie ich meine? Hier würde ich jetzt auch mal spontan Bedrohung klicken. Gefällt mir nicht. Hier ist die Polizeistation, was ist ihr Notfall? Hallo, ich bin im Park. Bei einer Tankstelle, genau an der Ecke vom Dory Park. Ich glaube, jemand ist hier, der Hilfe braucht. Ein Kind ist hier draußen und es hat Blut an sich. Ist das Kind verletzt? Ich weiß es nicht, er sieht in Ordnung aus. Aber er ist halt draußen und die Tür ist verschlossen? Also weiß ich es nicht genau. Okay. Er fragt nach Hilfe. Also, ich weiß nicht, ob Sie es hören können, aber er fragt mich, ob ich ihm helfen kann. Okay, ich schicke den Krankenwagen los. Gibt's irgendeinen Weg, wie sie die Tür aufmachen können? Oh, ich kann die Tür auf jeden Fall aufmachen. Ich arbeite hier, ich habe die Schlüssel. Ah, was hält dich dann auf? Okay, ich wollte ihm helfen. In dem Moment, wo er reingekommen ist, ist es ein Kind, das Blut an sich hat. Aber, und das wird sich sehr verrückt anhören... In dem Moment, als ich meine Schlüssel rausholen wollte, habe ich es gesehen. Sein Gesicht, wissen Sie? Er hatte diesen Gesichtsausdruck. Er hat mich an etwas erinnert. Ich weiß nicht genau an was. Irgendwas, vor dem ich tierische Angst hatte. Oh Mann, ich weiß nicht. Irgendwas ist merkwürdig mit diesem Kind. Also wirklich, wirklich merkwürdig. Sie wollen das Kind verbluten lassen, weil das Kind sich merkwürdig verhält oder weil das Kind sich merkwürdig anfühlt?
Nein, das ist nicht das, was ich sage. Er stirbt ja nicht, glaube ich. Er sieht einfach nicht richtig aus. Das Kind sah aus, als wäre er gerade selbst gestorben. Aber ist er natürlich nicht. Er sah aus wie ein Geist. Oder ein Dämon. Es ist hart oder es ist schwer zu erklären. Ah, vielleicht bin ich gerade auch einfach komisch drauf. Ich habe ein bisschen getrunken. Aber sie hätten ihn sehen müssen. Es war wirklich sehr gruselig, Officer. Officer? Er ist wahrscheinlich ein bisschen bleich wegen dem Blutverlust. Was ist mit dem Bild da gerade gewesen? Das arme Kind kann wahrscheinlich nicht mal richtig geradeaus gucken. Und nicht, weil es zu viele billige Bier hatte. Was ist das mit, was ist mit dem Bild hier oben los? Ich kann nicht genau erkennen, was da reinflimmert. Ist er immer noch da? Wie sieht er aus? Ja, er ist... weiß ich nicht genau. Ich verstecke mich gerade unter dem Tresen, also kann ich nicht genau sehen, was er tut. Das ist verdammt creepy. Ha, okay. Der Krankenwagen wird 20 Minuten brauchen, bis er da ist. Und dem Kind kann es nicht gut gehen. Also müssen sie jetzt rausgehen und ihm helfen. Oh, nee. Auf keinen Fall. Sie haben den kleinen Bengel nicht gesehen. Er ist nicht normal. Okay, das ist sehr interessant gerade, Leute. Das ist turbo creepy. Also, sie wissen, dass wenn sie sich weigern zu helfen, dass das dann ein Verbrechen ist, oder? Ist das so? Natürlich. Ha! Verdammt, okay. Ich gehe mal nachsehen. Danke. Ich bleib dran. Alles klar. Ave Maria Santissima. Er betet erstmal, bevor er rausgeht. Holy Macaroni. Oh! Definitiv Bedrohung. Definitiv Bedrohung. Bedrohung hoch 10. Ah, so sieht gut aus. Ein bisschen kalt in den Augen aber. Würde ich jetzt spontan... Ich muss ihn anstarren. Doch, würde ich vertrauen. Sieht okay aus. So wie er gerade ausgesehen hat, war okay. Was war das? Excellent. You have now completed the authenticity assessment examination. Haben wir geschafft. Congratulations. If you are accepted into... You will receive a letter on... Was ist jetzt los? Was war das jetzt? And while you're out here, why not come over to Dore Park? Admire the tall and beautiful trees all around, or watch as some of our little ones grow. Dory Bring the Park. Kids along. Park, They'll have a fantastic war. Time in our new play area. There is truly no better place to make beautiful memories. Dore Park, one of the county's most lovely locations. Oh, ich dachte, wir sehen noch irgendwas. Das war der Park, wo der Junge war. Von wo aus der Anruf eben kam. Ich kann seinen Schmerz sehen. Ich sehe es von meinem Fenster. Ich sehe es jede Nacht. Okay. Noch mehr? Ah, wir müssten klicken, okay. Ich kann seine Schritte hören. Ich höre sie von meinem Fenster. Ich höre sie jede Nacht. Vater von vielen. Seine Tränen schmecken wie Opfer. Seine Schritte tragen Schuld. Warum spukt dieser im Park? Oder warum spukst du in diesem einen Park? Warum folterst du jede Nacht meine Träume? Hat er Angst vor Albträumen? Ich kann seinen Schmerz sehen. Ich sehe es vor meinem Fenster. Ich kann sehen, dass es fake ist. Sein Schmerz ist nicht echt. Ich werde heute Nacht nicht schlafen. Werde nicht seinen Schritten lauschen, oder ich bin der Nächste.
Excellent. You have now completed the authenticity assessment examination. Okay. Congratulations. If you are accepted into you will receive a letter on April the 23rd at 10:04 a.m. Oh. If the letter arrives before that, stay inside, lock your doors and windows and wait for the real letter to arrive. Ooh. Do not call the police. If the real letter does not arrive and you believe in a god, pray to them. If they are real, hope they will take pity on your soul. If everything goes well, however, we'll see you very soon. We'll be thrilled to have you join our ever-growing family. Oh God, you have reached the end of your examination. Das ist das Ende vom Test? Das ist das Ende vom Test. Wir haben gerade die Info bekommen, dass wir den Brief am 23. April um 10 Uhr und 4 Minuten morgens erhalten werden. Kommt der Brief auch nur eine Minute früher, Türen verschließen, Polizei anrufen und darauf warten, dass der richtige Brief ankommt. Sollte kein Brief kommen, sollen wir beten und hoffen, dass nichts passiert? What are you waiting for? Man wird ja auch noch im Menü angeflüstert. Alter! Okay, sehr, sehr creepy, Leute. Schade, dass man nicht mehr erfahren hat, was es mit diesem Jungen auf sich hat. Das hätte ich gerne noch gehört. Das war ultra interessant. Ansonsten war es das jetzt für dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genauso ein ekliges Gruselgefühl wie ich. Das war es auf jeden Fall wert. Ja, das war's für diesen kleinen Test, für die Assessment Examination. Ihr könnt jetzt wie immer euch hier drüben noch ein Video aussuchen oder gerne hier oben abonnieren. Gerne auf dem Zweitkanal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.